IVA 2022, die neuen Taschenlampen von Walter, die sind jetzt wirklich neu. Und zwar einfach anders. Das hat nichts mehr zu tun mit den alten Walter-Lampen. Ich finde die auch irgendwie sexier und netter. Wenn du wissen willst, was die können, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich werde jetzt nicht alle Lampen einzeln vorstellen, aber wie du gesehen hast, es ist ein ganzer Pack. Wir haben vier Bereiche, nämlich einerseits für den Alltagsbereich, dann haben wir etwas Taktisches für EDC und Stirnlampen. Aber ich mag mit dieser Serie hier anfangen. Dieses nette Teil nennt sich IFC3R. Und allein wenn du es dir anschaust, das hat halt nichts mehr mit den Walter-Lampen, so wie wir das noch im Vorjahr sahen, zu tun. Die sind jetzt komplett neu und irgendwie auch sexier. Ich weiß noch nicht, ob sie das halten, was sie versprechen. Das werden wir uns dann noch einmal anschauen. Wir werden dann einen eigenen Test noch dazu machen zu den Lampen bei mir im Buschkraftareal auf Val d'Olabardé. Aber einfach einmal so vom Look and Feel her, einfach von den Features und von den Funktionalitäten, muss ich sagen, da hat sich einfach was getan. Da hat sich wirklich einiges getan. Das war jetzt die Standardserie für den Alltag. Da haben wir jetzt eine taktische Serie und das ist alles gummiert. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck dafür ist. Das ist jetzt die T. Daher steht auch Tactical. Ich mutmaße, dass das bedeutet T. Auch der Druckpunkt, das ist neuer. Das ist ja State of the Art. Ja, weil das Alte, was wir hatten, war halt schon ein Einheitsbrei, muss man sagen. Die Lampen sind gut, sehr solide, aber einfach nicht mehr sexy beim Anschauen, weil es ist immer dasselbe gewesen. Und das ist jetzt anders. Ob sie das halten, was sie versprechen, werden wir sehen. Das werden wir noch alles testen. Ja. Dann haben wir hier, das war jetzt die Technical-Serie, dann haben wir jetzt hier etwas aus dem EDC-Bereich, also so eine kleine Stablampe oder eben so eine, die heißt KFA1, erinnert mich irgendwie an so viele andere Hersteller und macht auch einiges her. Wie gesagt, es ist jetzt hier schwierig am Messestand die Leuchtkraft auszutesten, aber von der Idee her finde ich das gut. Und auch die neuen Kopflampensysteme, die haben es mir wirklich angetan und auf die bin ich schon sehr gespannt. Du kannst nämlich einerseits diese Lampe auch tatsächlich als Winkellampe benutzen. Hier unten hast du den Einschalter. Ja, dann gibt es auch eine Rotlichtfunktionalität hier seitlich. Dann hast du kannst es aufladen, Standard, ein Akku, ich glaube es ist ein 18650er oder wie die heißen, aber auch mit zwei CA123 Zellen zu betreiben und das ist halt schon cool, denn ich kann einerseits längerfristig damit arbeiten, wenn ich mit Akku-Back arbeite oder mit einer Solaranlage, um das Ganze aufzuladen, also einer portablen, oder ich sage, ich will das als Fire-and-Forget-Lösung mit CA123 einsetzen, geht auch gut, gibt es in unterschiedlichen Größen, dann eben das Stirnband mit dazu, was du auf die Birne hängen kannst. Und das ist drehbar, das heißt, ich kann jetzt hier den Winkel direkt drehen, das ist gut. Und das hat mir Umarex so gesagt, es ist auch standardmäßig ein Adapter mit dabei, um das Ganze auf ein Molle oder vielleicht, wenn du einen schmalen Gürtel hast, auch das am Gürtel zu tragen. Das ist auch alles mit dem Standard-Lieferumfang dabei. Also das finde ich ganz nett. Müssen wir noch testen, was die dann wirklich können, ob sie das halten, was sie versprechen. Aber schaut einmal auf jeden Fall sehr nett aus. Unterschiedliche Größen. Ich will jetzt gar nicht in die Details gehen, die einzelnen Teile herzuzeigen. Das werden wir uns noch anschauen im Buschkraftareal. Und zu guter Letzt, dann halte ich es mal, ich verspreche es. Das alte Ding da. Ich weiß nicht, wie viele Lumen das hat, dieses Lichtschwert. Aber es schaut einfach urorg aus. Ich schaue mal, ob das noch geht oder ob die anderen Teilnehmer, die hier schon am Stand waren, es schon leer gemacht haben. Nein. Ich spüre die Wärme auf meiner Hand. Ja, also das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, absolut Wahnsinn. Auf das freue ich mich auch. Das ist die PFC1R, was auch immer das heißt. Aber P wahrscheinlich für Power. Für Power. Wie gesagt, ich werde die Lampen der Reihe nach vorstellen. Wir werden schauen, was gut ist, welche Einsatzgebiete. Ich muss das noch testen. Das war mal eine kurze Vorstellung hier von der IVA 22. Übrigens, das ist billigste Eigenwerbung hier alles. Komm mal in meinen Shop, schau vorbei, ob du irgendwas finden kannst. Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, so wie immer. Abo bei anderen Videos, dein René Rossmann und ciao, ciao.